Yo, Mäuse Leute, ich bin's, euer Palmas und willkommen jetzt zum zweiten Teil von Let's Play GTA 5. Ich habe gerade in der Zwischenzeit einen Anruf von Simeons gekriegt. Wir sollen uns ja zu ihm begeben, wenn wir einen Auftrag annehmen wollen. Und ja, das tun wir natürlich jetzt auch. Fahren wir jetzt mal direkt zu ihm hin. In unserem ja neuen Buffalo. Jetzt werden wir erstmal uns an eine Markierung setzen. Weil so gut kann ich die Karte doch noch nicht auswendig. Eigentlich gar nicht mehr gesagt. Im schönen Lila wird das gemarkiert. Ja, gefällt mir. So, jetzt werden wir uns dabei hinbegeben und mal gucken, was uns der gute Herr zu sagen hat. Mach Eier da. So, gucken wir mal, was sonst noch so im Radio läuft. Fergie. Ja, sehr gut. Also bis jetzt, die Musik gefällt mir richtig, richtig gut. Also, ja, hat Potenzial zu der besten Musik zu werden, weil hier auch sehr viel Bekannte gespielt wird. Und das ja gefällt mir schon mal. Oh, komm, wer wird hier geparkt? Das fängt ja schon mal gut an. Gut. So, okay. Ab rein da. So, mal gucken, was es Neues gibt. Hold me. Yeah, look, man. Look, we've been working together for about a few months now, right? Which is why I am very honored to announce to you that you are employee of the month, huh? Anyway, congratulations. It wasn't easy picking a winner. Yeah, me, Lamar, your nephew Sacha with the Twitch. Look, man, it's been a real honor, homie. But I gotta move forward in my life. It seems like all I do is let people tell me what to do and I do it and nothing changes. I tell you what, my boy. You tell me exactly what you want and I will very carefully explain to you why it cannot be. What? Today is repossessing vehicles that fools have purchased at exorbitant interest rates. But tomorrow, together, I never had a black son. But if I did, I want him to be just like you. Knock, knock, nigga. Hello, Lamar. What's up, homie? What's up, then, homie? What's up, dog? Franklin here has been awarded Employee of the Month. You fucking with me, right? Man, we both being fucked with, dog. Man, knock it off, man. For real, after all the motherfucking work I put in, man. Man, fuck this Employee of the Month shit, homie. I'm sitting up here trying to get us... What you mean, fuck this Employee of the Month shit, man? When it's some shit to be won, goddammit, I want it. I don't give a fuck what it is. You know what I'm talking about? I take no prisoners. I go hard doing this shit. Big dog, big nuts. When names is on the motherfucking board, I want to see my name at the top of that motherfucking next to it. It needs to say, winner. Maybe next month, huh? Man, fuck next month, Simeon. What about today? I demand a retrial. Today is nothing. Just a bike. Hasn't made the payment at all. Some kid at Vespucci Beach. His name is Esteban Jimenez. Is he in a gang? Curiously enough, I did not inquire when he bought the bike. We got work to do, Employee of the Month. Man, fuck you and come on. Man, he's about a yes master ass nigga. Ja, also Lamar. Der scheint wirklich ein richtig lustiger Gesell zu sein, also der haut ja einen Spruch nach dem anderen raus und jetzt guck mal, welchen Wagen wir hier nehmen. Hier stehen ja einige. Ich bin für den Bullet hier. Der gefällt mir wirklich sehr schön. Gut, dann werden wir uns da erstmal hinbegeben. Und ja, wer seine Schulden nicht begleichen kann, ja, der muss doch dafür zahlen, würde ich mal sonst einfach sagen. Mal gucken, wie weit das ist. Also das gefällt mir hier wirklich sehr gut mit dieser Zeitlupen-Animation. Jeder der drei Charaktere hat ja eine Spezialfähigkeit. Bei Franklin ist wie gesagt hier die mit dem, ja, mit dem Fahren in Zeitlupe. Bei Michael ist das Schießen in Zeitlupe, also ähnlich wie bei Max Payne 3. Und bei Trevor ist es das, der starke Nahkampf. Und ja, so hat jeder seine Vorteile. Des Weiteren hat er je nach so spezielle Gebiete, so wie es zum Beispiel bei Trevor das Fliegen ist, beim Franklin das Fahren und bei Michael ist es, glaube ich, das Schießen allgemein, dass er bei jeder Waffe mehr Präzision und so hat. Gut, jetzt sind wir auch hier schon angekommen.
Ja, wir mal gucken, was da so abgeht. Na, wohin willst du? Ah, okay, gut. Ist der jetzt echt dagegen gesprungen? Gut. So sieht das Ganze schon besser aus. Der muss ja versammt besoffen sein. Diese Kleinigkeiten, die gefallen mir einfach so, dass jetzt das Auto da vorbeigefahren ist. Und ja, man damit interagiert, also es hat mir jetzt wirklich sehr gut gefallen. Das sind einfach diese Kleinigkeiten. Also die Optik von dem Spiel gefällt mir wirklich, ja, grandios, kann man nicht anders sagen. Mal sehen, wie das Ganze hier so weiterentwickelt. Ah, dann will ich erstmal die Garage, die Größe zuerst. Ich glaube, da kommen welche. Ja, ja. Hola, amigos. Hola, S.A. We saw you trying to creep up in here, man. Yeah, you saw this motherfucker? Oh, shit. Oh, oh, fuck. Okay, da hat Lamar jetzt kurz einen Prozess gemacht. So, jetzt haben wir auch eine Waffe. Sehr schön. So haben wir uns also unsere erste Waffe gekriegt. Jetzt gehen wir erstmal hier in Deckung mit RB. Ich versuche mal so ein bisschen Munition natürlich zu sparen, weil ich glaube, die ist am Anfang sehr kostbar, würde ich mal sagen. Okay, das war natürlich jetzt nicht wirkliches Sparen der Munition. Aber. Nun ja. One Hit. So muss das sein. So muss das sein. Nun nicht anders. Okay, man kann auch so teilweise. Oh. Nein, 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 nein. Das war jetzt nicht gut. Zack. Komm her, komm her. Zeig dein Köpfchen. So soll es sein. Ja, wie man sieht, es gibt auch Einschusslöcher an den Körpern. Ja, also. Okay, das war der Vorführeffekt natürlich. Also es gibt Einschusslöcher an den Körpern. Ist jetzt wie bei Max Payne 3. So, jetzt muss ich den Motorradfahrer da holen. Der ist mit einsteigen. Oh Gott, ich glaube, so habe ich mir das Ganze nicht vorgestellt. Den Homo ist jetzt schneller, als die nur gucken können, hier die auf Flucht sind. Das lasse ich ja nicht mit mir machen. Den pusten wir jetzt einfach vom Motorrad runter. Okay, kann man den nicht. Ja, damit das. So muss das sein! Ist auf jeden Fall Matsche. Und für so ein Motorrad haben wir so einen Aufstand gemacht? Respekt. Das war doch Verschwendung. Aber Motorräder lassen sich auf jeden Fall anders fahren als in GTA 4. Die Kamera, die ist nämlich sehr viel mehr daran so geklatscht. Ja, also die bewegt sich sehr viel mit. Aber man muss sagen, im Allgemeinen fühlt es sich eigentlich relativ gut an. Ja, also, ja. Kein Pluspunkt, aber auch kein Minuspunkt. Es ist einfach okay. So, jetzt sind wir, glaube ich, auch schon fast da, oder? Ach, ich sehe gerade, unten links im Radar ist auch eine Meterangabe. Beziehungsweise Kilometerangabe. Also noch knapp 800 Meter, dann sind wir also da. Dann haben wir es auch gleich geschafft. So muss das laufen.
Mein schönes T-Shirt total versaut wegen so einem, ja, bescheuerten Einschussloch. So, gefällt mir die Kameraperspektive schon viel besser. Man, I can't hang with your ass for a while, bro. You a psychopath. You done finally fucking lost it. Nigga, that's that Apache blood in me, homie. You ain't lucky I ain't do a flying tomahawk and scalp they motherfucking ass. We can't repo the assets of a dead man, big sitting chief asshole. Nigga, and we ain't going to neither, nigga. I'ma keep this motherfucker for myself. Tell Simeon we couldn't recover. You fucking tell him, you fucking moron! Ja, der Lamar scheint wohl ein wenig korrupt zu sein, würde ich mal sagen. Aber nun ja, mit solchen Leuten, ja, umgibt man sich halt hier. So, ist das Auto nach wie vor unseres hier? Oh, der sieht aber gut aus. Naja, gut. Ich habe auch einen, ja, Zufallscharakter dazu bekommen. Einen Fremden, sieht man es auch auf der Karte. Und ja, wie das Ganze weitergeht, werden wir dann in der nächsten Folge sehen von Let's Play GTA 5. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ja, wir sehen uns dann wieder. Ich bin raus. Ciao, euer Palmas.